Machen wir gleich weiter. Ja. Da kommen wir auch rein. Dann leuchtet das so merkwürdig. Wie gesagt, was ich auch merkwürdig finde, ist, dass wir hier auf der Ecke keine, bis jetzt keine Gegner hatten. Hier waren wir auch schon. Okay. Da gucken wir gleich. Das sieht mir so nach aus, als wenn es da weitergeht. Ich gucke mich erstmal hier. Okay, offensichtlich geht es da nicht weiter. Also hier geht es schon weiter, aber mit Aufzug. Manneke, Manneke, Manneke? Nee. Oh, was ist das? 1, 2, 3, Q1, Q2, Q3, 1. Ach. Das ist für das. Das ist hier für das. Für das Rätsel. Also für das andere Rätsel. Question 1, Question 2. Oh. Das heißt, wir müssen tatsächlich. Tatsächlich die Antworten, aber woher? Vor allem, woher soll ich vor allem wissen, wie zum Beispiel die Opfer hießen und sowas? Weiß ich alles gar nicht. Oder haben wir die Chance, hier irgendwo irgendwelche Schriftstücke zu finden? Ist hier noch irgendwas? Können wir Maria fragen, weil die kennt sich doch garantiert aus. Naja, okay. Ja gut, dann gehen wir erstmal auf der anderen Seite weiter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Hinweise. Okay, wir gucken jetzt mal auf der anderen Seite. Dann fahren wir mal hoch zu der Tür. Schauen mal, ob wir da... Warum können wir von hier aus die Truhe sehen? Weil ich wüsste nicht, wie viele Opfer. Ich meine, es kann natürlich alles, können natürlich alle Sachen sein. Was ist das hier eigentlich? Was ist denn das? Hä? Hä, wofür ist der Raum da? Das ist nicht gut. Ein Raum, von dem ich nicht weiß, wofür er ist, ist meistens. Okay. Na gut, okay. Okay, okay, okay. Eins nach dem anderen, erstmal das machen, was wir wissen. So, wir sind jetzt im ersten. Wir müssen ins zweite. Wo sollen wir die Antworten herkriegen? Die können wir nur raten. Es sei denn, wir hätten das Spiel setzt voraus, dass wir wirklich alles hätten rausfinden können, wenn wir uns ein bisschen genauer umgeschaut hätten. Was wir dann vielleicht nicht getan haben. What is that? Das war mir auch. Speicher nochmal. Ich speicher nochmal. Vorsichtshalber, ne? Mal bei jedem Speicherpunkt einmal speichern, man weiß nicht, wofür man es mal braucht. What that? Das kann ich dir auch nicht sagen, Maria. Dafür sind wir hier, es rauszufinden. Sie ist ein Engel, keiner weiß es nur. Ich weiß nicht, ob dieser Text irgendwann auch nochmal relevant ist. Sie ist ein Engel, keiner weiß es nur. Ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Pass mal auf, wenn wir da gleich reingehen in die Tür, dann fallen wir nach unten durch, wo dieses Gras ist. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen sind ihre Sünden, sie vernichtet Sünde gleichermaßen, sie rettet sie. Ich weiß nicht, der Text ist ganz merkwürdig. She is an angel. No one knows, only I can see. I can see they fall. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwo hier vielleicht zu sehen ist. Like bloated, ugly corpses, their sins. She devours them, sin and sinner alike, she saves.
Mishi is an angel. Mishi is an angel. Oh, ich weiß nicht, was es ist. Okay. Probieren wir. What's wrong? Let's just get out of here, okay? Ich versuche nichts anderes. Ich versuche nichts anderes. Also beide Ringe übereinander. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just something doesn't feel right. Da bin ich auf deiner Seite, aber wir haben keine Alternative. It's gonna be fine. Da guck dir den Raum an. Wir haben noch nichts vom Raum gesehen, aber der ist pechschwarz. Wenn die jetzt hochguckt, ne? Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet nichts Gutes. Sorry, Maria, aber ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit. Konami hat gesagt nein. Konami hat gesagt nein. So. It's done. Es ist getan. Es ist vollbracht, ja, wie auch immer. Steht da? Keine Krankheit mehr. No sick no more. Keine Krankheit mehr. Okay. Und hier können wir nochmal speichern. Ich frage mich. Es ist ja auch die Frage, ob wir diese Antworten auf die drei Fragen, ob wir die jetzt hier auch im Krankenhaus, ob wir die auch hier finden können, die Antworten, also die Antworten hier finden können. Ich befürchte, na, mal gucken. Lass uns alles mal treiben. Ich weiß nicht, es kann ja sein, dass wir nochmal durch die Stadt latschen müssen. Und diese Informationen auch sammeln müssen. Kann ja sein. Ich meine, wir haben etliche Blutlachen gesehen. Wenn es hieß, am See, wir waren ja am See. Da haben wir aber nichts weiter gefunden. Also ich habe es wieder vergessen. Will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir die Antworten hier finden. Kommst du mit, Maria? Ist hier schon wieder ein Speicherpunkt oder warum ist es wieder so rot hier? Ein Lemge rot. Spiel speichert gerade. Wie gesagt, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass wir nach einer Weile. Oh nein. Nein, lauf, 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 Maria, lauf. Lauf, Maria. Wir müssen weg. Lauf, Maria, lauf. Lauf, Maria. Maria, Maria. Lauf, Maria, laufen Sie. Das, was wir machen, ist auch nicht laufen. Das ist ein bisschen vor sich hin stolzieren. Ich guck gar nicht erst nach hinten. Lauf. Warum ist Maria auf einmal hinter uns? Maria, komm! Maria! Maria! Komm, 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 komm. Rein. Komm, rein. Komm schon. Rein. Du bist schlank. Oh nein. Maria, komm schon. Nein. Oh, nee.
Arme. Hätten wir es verhindern können. Also jetzt nicht im Spiel, aber... Im Spiel wahrscheinlich nicht. Das ist so blöd, wie es klingt, aber es war wahrscheinlich vorprogrammiert. Fuck. Und ich dachte, ich hatte die Hoffnung, dass wir vielleicht noch rausfinden können. Ich habe wieder dieses Gekrissel, glaube ich, im Ohr. Ich hatte mir gewünscht, dass wir über Maria, dass wir sie noch irgendwie ihr noch helfen können oder dass wir noch mehr über sie rausfinden. Weil sie war ja auch ein wandelndes Fragezeichen. Die war ein wandelndes Fragezeichen. Das wissen wir auch nicht viel mehr als vorher. Arme Maria. Ich hätte gerne mehr von ihr erfahren. Zumal wir ja sowieso schon über niemanden richtig wirklich was wissen hier. Wir wissen nichts über Laura, wir wissen nichts über Maria, wir wissen nichts über Eddie hieß er. Eddie hieß er, jetzt wo ich darüber rede. Eddie hieß er, der Übergewichtige. Über ihn wissen wir nichts, wir wissen über Angela, wissen wir nichts, wir wissen nichts über Laura, wir wissen nichts über Eddie, wir wissen nichts über Maria. Wir wissen über kein irgendwas, warum sie hier sind, was sie hier machen. Angela sagt zwar immer, sie sucht ihre Mutter, aber ich weiß nicht. Ich meine, die Leute sehen immer so aus, als wenn sie hier spazieren gehen. Ganz ehrlich. Maria hat zumindest mal eine Waffe mit sich rumgetragen. Können wir jetzt speichern? Offensichtlich. Mal kommen wir hier raus. Ja. So, wir haben Schlüssel. Untersuchung. Erstmal lesen. Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen. Genauso wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen dem hier und dort. Sie existiert, wo sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater, wie der Herr Doktor. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, für uns sind seine Fantasie nichts als Einbildung. Aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Okay, also sind wir quasi in der Fantasie eines anderen gefangen, wenn ich das richtig interpretiere gerade. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihm im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Krankenhauseingangsschlüssel. Tja, jetzt sind wir am Ziel und Maria ist tot. Und da läuft Laura an. Ganz ehrlich, die geht mir auch auf den Keks. Jetzt haben wir Maria quasi für sie geopfert, weißt du? Naja, gut. Speichern wir. Ah. Ah, Maria. Ja, ich glaube nicht, dass das Spiel so jetzt mehrere Handlungsstränge hat. Also ich glaube nicht, dass wir Maria hätten helfen können. Das war ja... Wir hatten ja keine Entscheidungsfreiheit oder sowas. So, hier ist alles... Alles gut. Halt. Achso, ich dachte, da liegt noch Munition. So eine Scheiße, ey. Aber wie gesagt, wir müssen noch irgendwie die Truhe. Wir müssen noch irgendwie die Truhe öffnen. Vor allem, das war auch so eine richtig fette Truhe. Also,
Kommen wir jetzt eigentlich raus? Da müssen wir, glaube ich, lang. Scheiße, ey. Arme Maria. Oder wir müssen raus. Gut. In den Regen natürlich. Und es ist mitten in der Nacht, super. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht wieder ein bisschen Nebel kriegen. Dass wir vielleicht mal so ein bisschen wie Helligkeit haben hier im Spiel. Gut, wir sind also wieder draußen. Ich würde sagen, wir müssen ja zum Toluca Lake müssen wir ja, glaube ich, nochmal hin. Oder zum Rosewater Park, weiß ich nicht. Wir müssen ja irgendwie irgendwas rauskriegen. Ach so, warte mal. Wir müssen auch noch Folgendes rausfinden. Wir müssen ja rausfinden. Ich muss mal ganz kurz auf Pause gehen. Wie viele Leute waren gestorben? Jetzt habe ich mir natürlich wieder nichts gemerkt, ne? Das ist, wann welche Frage gestellt worden ist. Also, ne? Wann welche Frage gestellt worden ist und welche. Ob nun 1, 2 oder 3. Das ist die erste Frage, wie viele Tote gab es am Lake, ne? Lake Tote. Die zweite Frage war, glaube ich. Also, die dritte war Name. Name Opfer, weibliches Opfer. Und jetzt ist die dritte. Die zweite Frage war. Ja, sonst cheate ich ein bisschen und guck mir sonst das letzte Video nochmal an. Ja, wir müssen sowieso erst einmal die Information erstmal ziehen. Also von daher denke ich mal, dass wir jetzt noch ein bisschen die Stadt erkunden müssen. Und drüben haben wir eine kranke Schwester. Warte mal. Hä, wo? Ich hab hier. Ach, da ist ein Käfer. Das hört sich näher an. Da ist ein Käfer. Das Vieh. Mach es mal den weg. Achso, ist auch eine Krankenschwester, okay. Oh. Das heißt, wir sind jetzt in seiner Fantasie. Sehr gut. Ist da noch irgendwas? Irgendwo noch so ein Vieh. Du musst hier noch so ein Käfervieh. So. Das hatte ich nämlich gesehen. Bei einem Short. Man kann die auch mit einem Schlag in der Strecken. Wenn die so am Kopfschütteln sind, wenn die am Kopfschütteln sind und von hinten. Also von hinten und Kopfschütteln. Dann kann man sie mit einem Schlag auch von hinten wieder hauen. So. Da ist nichts. Ist hier vorne noch irgendwas drin? Was sieht die denn aus? Wenn ich mal ein bisschen Licht machen kann, ne?
Es muss regnen, es ist dunkel, es ist es ist alles bäh. Maria ist tot. Laura läuft auch noch irgendwo rum, einfach so wildwuchernd. Deswegen vertraue ich Laura auch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Maria ist tot. Wir haben hier hunderte Monster, wir haben diverse Sachen. Und Laura läuft hier einfach so, als wenn es ein Spielplatz wäre. Cool. Au. Das habe ich noch gerade gesehen, weil er doch ziemlich zerspäht. Mist. Ja, komm. So, jetzt bin ich mal dran. Na komm. So. Da noch was dran, ne? Was? Nee. Manchmal sieht man das durch das Spiegel nicht so wirklich. Hoffentlich wird das auch irgendwann mal wieder hell. So ein bisschen. Dann nehme ich lieber den Nebel 30 Mal lieber. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die. Bearbeite doch mal ein bisschen mit dem Kopf, bitte. Ein bisschen mit dem Kopf bearbeiten, bitte. Dann. Okay, ich glaube, die checkt das. Wie ein Käfer. Die Käfer sieht man nämlich immer ganz besonders gut. Nicht. Außerdem habe ich immer noch die Befürchtung, dass wir nicht auf die andere Seite kommen. Also auf die andere Seite kommen, nicht auf die andere Seite kommen, sondern dass wir nicht mehr in diesen alten Abschnitt kommen. Dass wir vielleicht nochmal in die anderen Räumlichkeiten nochmal reinkommen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge liegen lassen und vergessen. Haha, habe ich genau gesehen, Miss Vieh. Oh, was? Muss noch irgendwas in der Nähe sein. Oder irgendwer. Da ist noch. Ah, dann ist ein Kriecher, okay. Na komm, dann ist auch noch einer. Geradeaus. Na komm. Na komm. Muss noch was sein? Käfer oder sowas? Muss noch irgendwo ein Käfer sein. Ja, wo ist der Käfer? Wo ist der Dreckskäfer? Ich will ihn zerkloppen. Da. Drecksvieh. Oh, da ist noch dran. Gerade hinten, da hinten war noch auch noch einer da.
Gucken wir erstmal hier. Wow, 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 wow. Da muss er, glaube ich, mal dringend aufs Klo, wie das aussah gerade. Augenblick mal Ruhe hier, dass wenigstens das Radio mal ein bisschen Ruhe gibt. Wow, 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 wow. Na komm. Oh, da war schön ausgewichen. Eher Zufall, aber trotzdem war schön. Nachladen brauchen wir noch nicht. 60 Schuss. Das sieht ganz gut aus momentan. Relativ. So, da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Okay. Da vorne war noch ein Herbert. Nix. So. Da muss irgendwo einer sein. Abgesehen vom Käfer. Ach, die kranke Schwester. Na komm. Das ist für Maria, du Schwein. Hier ist noch irgendwo noch ein Käfer. Ein Käfer muss noch sein. Das waren, glaube ich, zwei. So, da ist nichts. Ich wüsste auch nicht, dass wir irgendwas unterwegs noch übersehen haben. Oh, moin. Hollalala. Einmal ganz kurz. Hier bin ich. Hallo. Ach, Mist. Nein. Okay. Nein. Aua. Nein. Ach, Mist. Was ich gerade richtig gemacht habe, das habe ich jetzt gerade schön verkehrt gemacht. Ach komm! Sag mal! Mann! Was ist denn los? Ganz ruhig. So, meine Güte, ey. Das habe ich ja richtig verrissen gerade. War immer ein Stück zu weit weg. So, naja, gut, aber wir haben 13 Spritzen. Ich denke mal, das geht erstmal klar. Da geht's wohl irgendwo lang. Ach so, ach klar, jetzt sehe ich das auch. Natürlich nichts drin. Oh, sehe ich da was Rotes? Ja, ich sehe was Rotes. Speichern. Oh, was für ein Zufall. Aber wir sind, glaube ich, erstmal in so einer Art Safe Room. Puh.
Puh, sehr schön. Nochmal speichern. Gut, ich würde sagen, machen wir hier an dieser Stelle einen kleinen Break oder spielen wir noch einen Moment weiter? Na komm, wir gucken nochmal ganz kurz. Wir können ja sonst mal sonst gleich einen Schritt zurückgehen. Laura, stop! It's dangerous! Wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wir gucken doch nochmal. Ansonsten machen wir zwischendurch einen Cut und ich habe ja nochmal gespeichert. Das ist ja nicht das Problem. Monika. Ah, mal Monika. Hallo? Ist. Ah! Erwischt. So, warte. Mist. Hallo? Dann muss ich doch zwischendurch mal getroffen haben. Okay. Okay, da wissen wir, was wir da... Ah, lalala. Huhuhu. Noch gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Au! Ich hab doch gedrückt. Was war denn da los? Ich hatte irgendwie noch die Ausweichanimation noch. Wo bist du? Hier ist noch irgendwas. Da ist ein Käfer. Sag mal, war das hier nicht die Ecke, wo wir im, wie hieß das noch? Heaven's Fall? Nee, wie hieß denn das noch? Ja, es war doch hier. Es war doch hier. Genau. Es war doch hier. Das, hier war doch das mit dem Schmetterling. Da. Meine ich doch, dass es hier war. Also ich glaube, wie ich schon sagte, ich glaube, Laura hat das Faustdick in den Ohren. Weil die kann hier einfach so umherlaufen. Für ein kleines Kind, also zumindest optisch gesehen ein kleines Kind. Diner. Oh. Checken. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt da. Da kommen wir aber nicht. Doch, wir können. Nee, wir kommen da nicht rein. Wir kommen von außen raus, aber nicht mehr rein. Auch nicht schlecht. Was war das denn gerade? Achso, alles klar. Rein. Ja.
Nein, weg! Wollte gerade sagen. Oh. Wollte gerade sagen, da springt sie selber in die Luft, da dürfen wir gar nicht so nah ran. Puh. Na, die stehen auch meistens nicht nochmal auf, hier, die Einis. Na, nimmst du mal raus, danke. Da ist nix. Da ist auch nix, wie es aussieht. Ich frage mich noch, wie wir an die Information kommen sollen. Ob wir nochmal die Möglichkeit bekommen. Weil das wäre ganz schön assi, wenn sich das Spiel darauf verlässt oder wenn es erforderlich ist, dass wir wirklich die ganze Stadt so dermaßen auseinandernehmen, dass wir alle Geschichten kennen. Wäre zwar irgendwie auch cool, aber irgendwie wäre es scheiße. Irgendwie, für mich wäre es jetzt momentan scheiße. Achso, das ist ein Käfer. Okay. Annika? Irgendwas rauscht hier noch rum. Kommen wir nicht lang. Da ist noch Munition, sehr gut. Immer alles mitnehmen. Und weiß nie, ob genau der letzte Schuss genau der ist, der einem noch den Arsch rettet. Wir müssen durch Steiner durch. Ich geh mal raus. Na? Nein! Ma! Gibt's doch nicht! Gott! 6 Schuss habe ich da reingedrückt. Für nix. Kann man zwar machen, aber muss ja nicht sein. Ich habe doch die Knie bzw. die Beine zumindest getroffen. Also irgendwo, naja, ist egal. Noch jemand drin. Ein Käferli war das noch. Und das noch so. Hey. Oh, sehr gut. Nach vorne. Du bleibst liegen. So, gucken wir mal hier. Vielleicht finden wir... Ich hoffe, dass wir denn die Sachen, die wir brauchen, die Informationen auch finden. Ich hoffe es wirklich, weil sonst haben wir echt Geburtstag. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir die Infos hier in dieser Welt nicht finden. Die Frage ist ja auch, ob wir überhaupt nochmal in unsere alte Nebelwelt nochmal wieder zurückkommen. Oder ob wir jetzt für immer hier bleiben müssen. Am Ende des Spiels kann ja auch sein. Dass wir hier bleiben, bis wir irgendwann den Corpus Delicti finden, der uns sonst Leder will. Oh, da, ich hab's gerade noch gesehen. Gerade, aber zu spät, Mensch. Jetzt bin ich dran. Nein. So, da haben wir wieder die Music Box. Ist aber, glaube ich, da draußen, ne? Warte mal, wenn es Music Box ist. Dann sind wir jetzt wieder auf der anderen Seite, ne?
Dann sind wir jetzt wieder auf der Ostseite der Karte. Mutmaßlich. Was läuft hier rum? Da ist eine Kranke. Wir gerade mal so ein bisschen Glück gerade. Klein wenig Glück, aber das muss ja auch mal sein. Da war aber noch eine kranke Schwester, wo bist du? Da bist du. Ja, mal. Komm. Wie ich die Munition verbrate, ne? Ah, noch Mannequin hier auf der Ecke. Ja, da. Ich hab's mir gedacht. Habe ich mir doch gedacht. Es war so klar, dass da noch Mannequin sein muss. Ist nicht gut, nicht gut. Mann! Einfach mal aus dem Kampf aus, mal ohne Schaden mal rausgehen. Das wäre mal super. Aber ich kriege irgendwie den Rhythmus irgendwie manchmal nicht hin. Weil er dann noch in der alten Animation drin ist und dann stehe ich immer da wie Ochs. Okay. Ich hoffe, dass wir gleich mal ein bisschen normales Wetter wieder kriegen. Ich erwarte nicht viel, aber... Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt da unten. Deiner am See. Manson. Ich guck mal erstmal hier drüben. Ich hoffe, dass wir mal... Ich glaube, hier vorne können wir speichern. Oder auch nicht. Keine Moneys. Hier oben ist noch einer. Kommt mir nichts dran, ne? Nee. Könnte jetzt nicht mal zumindest mal langsam wieder Tag werden. Da kriegst du ja wirklich... Kriegst du ja Zustände bei dem Spiel. Ah, hier ist eine Munition.
Aber munitionstechnisch sieht es gar nicht so verkehrt aus. Ich hoffe, wir können auch gleich mal speichern. Das wäre immer super. Wir hier durch? Nee. Sah gerade so aus, als wenn eine Lücke wäre, dass wir da durchlatschen können. Oh, bitte. Laura, please wait. Ja, Laura, please wait, weil... Lass mich noch ein bisschen hier rumluden. Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass sie hier einfach mal so durchmarschiert ist. Man, sie ist klein, zielig und kann sie sicherlich gut verstecken, aber ich glaube nicht, dass sie hier trotzdem mal an den ganzen Monstern vorbeikommt. Ist das... James, kommt dir jetzt nicht auch ein bisschen strange gerade vor? Kommt irgendwas auf uns zu, glaube ich. Da unten. Oh. Hatte ich nur gerade diesen Schatten gesehen, da wo, ne, da hatte ich irgendwie einen Schatten gesehen. Können wir nicht lieber nochmal 10 Krankenschwestern haben oder sowas? Was wäre mir jetzt lieber? Lieber nochmal 10 Krankenschwestern. Nicht alle auf einmal, aber hier so der Korridor voller Krankenschwestern. Was war das gerade? Was wir da gehört haben? War das unser Schwertheinz wieder? Unser Pyramid Head? Laura? Where did she go? Ja. Ey, ganz ehrlich, ne? Ich kann ja nachvollziehen. Oder nee, eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Laura was gegen uns haben sollte. Wir haben ihr nichts getan, die ganze Zeit nicht. Aber gehen wir jetzt mal rein, hier können wir nämlich speichern. Erstmal ein Safe. Oh. Aber erstmal gucken wir hier, was ist das? So, was haben wir denn hier? Er, der nicht kühn genug ist, dem Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hineinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte. Dort ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Okay. Zoomen. Das ist... Ah, ich muss einmal kurz gucken. Da irgendwo. Ja gut, da irgendwo ist gut. Aber da auf der Ecke müssten wir ja eigentlich sein. Da ist das und da ist das. Okay. Wenden. Mal gucken, was haben wir hier noch? Nichts. Auch von nichts. Wir haben den Zettel dabei. Alles gut. Ja, diese Sounds auch nebenbei, ne? Drehst echt durch.
Nee, gucken wir noch mal ganz kurz auf der Karte. Nee, da wollte ich nicht hin. Auf der Karte wollte ich gucken. Wir sind da. Hä? Da müssten wir doch Brief und Schraubenschlüssel. Ach so. Ach, ich bin auch so dumm. Ja, ich gucke die ganze Zeit auf die aufs Fragezeichen und denke mir so, ja, da bin ich doch. Da bin ich ja aber gar nicht. Wir sind ja hier unten. Wir sind jetzt übrigens wieder im Ostteil. Steht ja auch Karte des Ostteils von South Wales. Das heißt, wir sind jetzt da wieder. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen rumlooten können. Also den Brief und Schraubenschlüssel. Das heißt, wir müssen dann hier geradeaus. Erste links, erste rechts. Nee, gar nicht wahr. Erste links, zweite rechts. Okay, da müssen wir hin. Next step. Um dann nur wieder herauszufinden, dass wir Laura sowieso wieder nicht treffen. Oh, heilige Mutter. Das war jetzt auch wieder ein Ritt, ne? Meine Güte. So, 1324. Nehmen wir mal das. So, nehmen wir mal den Spielstand. Zack. Da waren wir noch im Krankenhaus. Da waren die Welt noch in Ordnung. Zum Teil. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir entspannen uns erstmal ein bisschen. Wir werden uns erstmal, glaube ich, erstmal einen Augenblick hier lassen. Also ganz ehrlich, wenn ich an seiner Stelle wäre, Tür zu und erstmal ein kleines Nickerchen machen. Obwohl, naja, gut, wenn man das genauso anguckt, dann bleibe ich lieber stehen, weil da hole ich mir alles andere weg. Ah, naja, okay, gut. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Alles klar, mach's gut, bis dann. Tschüss.